Great, great. The introduction and everything else I will leave to the these two fine gentlemen because I am a lazy fart. Please, go ahead. Thanks. Ja, schönen guten Abend zusammen. Mein Name ist Michael Körfer, AK D-Town. Ich bin verortet als Gast öfters im Karlsdorf und sonst im Nordeingang Neuss. Ja, irgendwann ist mal die Phase, man möchte was in InfoSec machen, man ist neu in dem Bereich, alles kostet eine ganze Menge Geld. Das muss es aber nicht zwangsläufig. Daher gab es schon mal einen Talk zuvor zum Thema Hacklab on a Budget. Christoph und ich, wir hatten dann eine Idee, wir können da wesentlich mehr draus machen. Es gibt noch einiges zu sehen nachher. Ja, so viel zu mir, kann man noch sagen? Ich bin ein böser Junge auf der guten Seite. Christopher? So, my name is Christopher Cotter. I'm currently living in Madrid, Spain, working as a cybersecurity threat and awareness coordinator for a company called Iberdrola. So today we're going to talk a little bit about how we can build a hack lab on a budget, and we're also going to try and do this simultaneously in German and English, so I'll try and wrap up and do a little summary of the things in German and a German summary of the things in English, so we'll see how this goes. Okay, dann ein kleiner Überblick. Das Thema wird sein Hardware, Software, Virtualisierung an sich, ein paar Pentester-Tipps und wie man es mit einem Budget macht und wie man es auch mit ganz wenig Geld macht. Und zum Abschluss wird es noch von uns beiden eine kleine Überraschung geben, aber dazu später mehr. Kommen wir zur Hardware und da würde ich sagen, Christopher, your part. So, when looking at hardware, we can probably get a PC for a relatively fair price. Here we have a ThinkPad T61. This only has 4 gigs of RAM, so not a lot. But if you're setting up a virtual machine, probably you can allocate starting out 512 megs or 1024 and still be able to have the basic functionality to do a lot of the basic attacks to start with and also the enumeration. Also, we only have a dual-core processor in this PC, but again, it's sufficient for starting out. And this you could probably find for under $100 on eBay or secondhand, and you're not paying any more than $150 for this. So, moving on to the next. Michael, would you like to talk about the white box and how that can be used in our network? Yeah. Das möchte ich mir gerne tun. Und zwar, Christoph hat schon dieses Gerät vorgestellt. Man kann viele schöne Sachen mitmachen. Aber es kommt der Zeitpunkt im Leben, da braucht man etwas Größeres. Und zwar als Whitebox hier ein Shuttle-PC so zu finden bei Amazon für 250 Euro, 1 Terabyte, 16 GB RAM, 3 Gigabit-Schnittstellen und einem i7-Prozessor mit 4 Threads. Ja, zur Whitebox. Whitebox kommt aus dem Bereich der Software-Tester. Wer das kennt, der weiß es, eine Whitebox, da kann man alles kontrollieren. Und das ist der Vorteil dabei. Wenn ihr ein virtuelles Hacklab habt, was nicht auf der Hardware basiert, könnt ihr alles, was ihr darin tut, kontrollieren. Ihr findet alle Fehler und auch ein paar andere Sachen mehr, was wir euch dann gleich noch zeigen. Ich empfehle euch zum Beispiel bei Altaro, wenn man das auf VMware-Basis baut, und das ist sehr interessant, das kann man partizipieren auf jede Virtualisierungsumgebung. Und definitiv den letzten Punkt, da wird es auch explizit gezeigt, Step for Step, wie man es unter Windows macht, unter Linux und unter macOS. Das heißt also, man ist nicht auf irgendeine Distri beschränkt, sondern das Ganze ist offen. Zur Software. Da würde ich sagen, Christopher, your part. So, when you're looking for the initial OS, there are a lot of resources that you have at your disposal. Obviously, you have Windows. You can get the official software at microsoft.com. Also, here you have TechSpot, where you can find a wide range of different operating systems. And finally, we also have Vulnix, which is the third point. Vulnix is an interesting operating system. It's a Linux-based operating system that's purposely designed to be vulnerable. So it makes a great attack target, and using Kali Linux, you can have some fun with that. Now talking about the vulnerabilities, if you're looking for some applications or software that's out of date, Michael, where could you find that? Yeah, you can find it, in German. Ihr findet es unter altapps.com und also auch unter altversion.com. Da findet ihr wirklich alles, was es mal als Software gegeben hat. Das Interessante dabei ist, ihr habt auch die Angabe der Softwareversion.
Und wenn ihr ein altes, nehmen wir mal eine Application, wenn ihr eine alte Application habt, guckt in Google nach bei der Softwareversion und nach bekannten Sicherheitslücken. Ihr werdet welche finden, ihr könnt das einsetzen in euer Pentester Lab und werdet genau diese Punkte finden, wie man eine Maschine, ja, wir sagen es mal, penetrieren kann, halt Pentesting. Die Auswahl ist riesengroß, kann ich etwas empfehlen? Alles. Aber es ist viel Arbeit, aber es macht auch einen Heidenspaß. Ja, kommen wir zu den bekannten Targets. Christopher, please. So these are some targets that you can use. These are set up so that you can basically have a target. A lot of them are well documented as well. They'll take you through step by step. Web Security Dojo is a great one. It's actually used by the Wilmingham University in the United States as part of a 400-level cybersecurity course. It's well documented. There are guides, tips that they can take you through. Metasploitable 3 is another one, exactly what it sounds like, exploitable but with Metasploit. And Hackademic is another one that's used, I think, in 4 or 5 universities as part of their curriculum. And this is actually part of the OWASP project. They've got, I think, 10 different levels that you can go through on web security, web application hacking. And so these are really great if you're just getting started, you're looking for something that that you can install and start hacking away at. These are great. So now as we getting into virtualization, Michael, why don't you talk a little bit about some of our virtual options? Ja, was für Optionen haben wir? Das bekannte Problem, Geld. Also wenn ihr wirklich am Anfang steht, etwas machen wollt, VMware ist eine ganz tolle Sache. Da gibt es auch eine tolle Installationsanweisung vom Hacking Lab. Großartig gemacht, das ist wirklich von Anfang an super toll. Wer es übertroffen hat, 0 Byte. Diesem Mann unbedingt bei Twitter oder sonst wo folgen. Der Mann ist wirklich, wie kann man es sagen, das Brain darunter. Was der drauf hat, das ist unschlagbar. Problem ist, VMware ist kommerziell, die freie Version ist eingeschränkt. Aber es ist ja nicht so, als wenn wir nicht Alternativen hätten. VirtualBox, ich setze es selber ein, nicht nur aus Kostengründen, sondern weil ich alles machen kann. Und zwar wirklich alles. Bis auf ein paar wenige Abstriche, aber dafür kauft man kein VMware für 2K oder was weiß ich. Da HackMethod Part 1, die Empfehlung von mir, es sieht aus, Teil 1, dann kann ich gleich Teil 2 machen. Bitte geht das, wenn ihr sowas macht, Stück für Stück durch. Probiert es aus, werdet warm mit der Materie. Wenn ihr euch wenn es für euch komfortabel ist und ihr fühlt euch gut, dann Teil 2 und ja, dann kommen wir dann schon dazu, ein Kali Linux zu installieren. Aber da gibt es ein kleines Goodie, oder eher gesagt, eher weniger ein Goodie. Wenn ihr die Guest Editions installiert, bitte schaltet aus optische Laufwerke, USB-Sharing und Shared Folders. Wenn ihr das nicht macht und ihr macht in eurer virtuellen Umgebung einen Fehler, dann schrottet ihr euch die Installation eures Hosts. Dann habt ihr gar nichts mehr. Dann habt ihr eine ganze Menge Arbeit, aber einen Rechner mit einer blanken Platte oder sonst was. Das kriegt man nie wieder hergestellt. Ich kann aus eigener Erfahrung sprechen, ich habe es 2-mal gemacht. Ja, kommen wir jetzt dazu, wo finden wir Ressourcen, wo wir es nachlesen können. Das ist von Tony Robertson, ein guter Bekannter aus den USA. Building a Virtual Machine Lab. Ich habe extra geschrieben noch Hack Lab, weil da geht er auch explizit drauf ein. Christopher, please introduction. Yeah, so just to sum up kind of the benefits and the advantages and disadvantages of VMware and VirtualBox. VMware comes with a lot more capabilities. VirtualBox is free, so probably VirtualBox is the way to go. But it's good that you pointed out when you go through the setup of VirtualBox, make sure that you're disabling USB Connect, optical media. Also, anything that's related to the connections between your hardware of your computer. This way, when you're actually working in the virtual environment, you won't end up destroying something. Everything's contained. And also making sure that there are no external connections so that you're not accidentally accessing your neighbor's network or what have you. As far as the book is concerned, this is a great resource. I think it's in excess of 500 pages. But really, you'll only need to use about 100 pages of it because it includes 5 different virtual machines, step by step, how you can set them up, and it also includes both VMware and Oracle's VirtualBox. So this is also a great reference that you can have on hand. After you've got your virtual machine set up, you've got some questions, or you're looking for more information, you can reference that. So moving on, Michael.
Sekunde, da war eine Frage. Wir machen danach ein Q&A. Lass uns das zu Ende bringen. Machen wir dann gerne. Wir haben zwar nicht auf alles eine Antwort, aber wir werden es versuchen. Okay, Pentester-Tipps. Ja, das ist meine Spielwiese. Ich habe dann auch irgendwann mal angefangen, ja, ganz klein, habe ein Netzwerk aufgebaut und es hatte viel zu viele Schichten und ihr könnt euch vorstellen, das ist grundlegend schiefgegangen. Dieses Prinzip, das KISS-Prinzip, wirklich keep it simple, stupid, funktioniert. Erstmal eine flache Architektur, wenn ihr anfangt und danach könnt ihr mehrere Schichten aufbauen. Aber wirklich macht nicht zu viel, ihr verliert die Übersicht. Das tut irgendwann mal weh, wenn man Fehler sucht. Man findet nichts mehr wieder, egal ob basierend auf einer virtuellen Umgebung oder bei der Hardware. Und denkt drüber nach, DMZ, Router, Switches, alles angreifbar. Auch alte Systeme werden von Firmen immer noch benutzt. Wir haben alleine in Düsseldorf, aus Erfahrung, wo ich herkomme, 7 Firmen, die haben Cisco-Router im Einsatz. Die sind 20 Jahre alt und nicht upgedatet. Denkt euch euren Teil dabei. Ja, Fokus setzen, Client-Side-Applications, Web-Applications. Findet ihr jederzeit was zum Spielen. Bitte, wenn ihr etwas testet, dann wirklich in der virtuellen Umgebung oder eurem eigenen Hardware-Hacklab. Bitte nicht im Wilden. Weil dann könnte es sein, ihr bekommt einen netten Silberschmuck an beiden Händen und Besuch von Leuten, die euch unnötig viele Fragen stellen. So, kommen wir zur Live-Demo. Dann zeige ich euch mal, wie dieses kleine Netzwerk aussieht. Könntet ihr mal bitte umschalten auf den zweiten PC? Okay, wie haben wir das vorbereitet? Im Endeffekt ist es die Firewall in einer virtuellen Umgebung, ist nichts Großartiges gemacht, aber wenn wir jetzt nochmal zurückgehen, ich gehe mal zur Slide, kannst du es nochmal irgendwo nebenschalten? Ne? Okay. Behalten wir das, was ich eben gemacht hatte, mal im Sinn. Ihr könnt euch von außen, oh, er gibt mir Passwort. Ich kann mich von außen auf die Maschine aufschalten. Das heißt, ich kann im Endeffekt von außen kontrollieren, was innerhalb der Maschine abläuft. Im Moment nicht wirklich viel. Das, was wir hier sehen, der Traffic, das wird jetzt generiert über die Ethernet-Schnittstelle, was hier so abläuft. Das ist das mit dem, was ich meinte, keep simple flat. Einfach mal Warnanschluss, virtuelle Firewall, dann das Hostnet, also diesen Rechner und der Host an sich, der Rechner. Mal gucken, was funktioniert. So, das ist eigentlich das erste Mal zum Gucken, was ist der Netzwerkverkehr, wenn ihr PFSense aufsetzt, ihr könnt hier noch massig Zeug dazu klicken. Ich könnte jetzt viel darüber erzählen, wir geben euch ein Hands-on als Link mit, guckt es euch an, macht eine Menge Spaß. Live-Demos weg, könnt ihr umschalten zur Zeit? Okay, ja, Christopher, please to you. So, keeping up with the latest vulnerabilities is going to be key if you're wanting to progress to the next level. So there are a lot of resources out there. Of course, Packet Storm you can go to for a lot of the published vulnerabilities, as well as the exploit database, which is operated by Offensive Security. And I think it's pretty critical that also that you don't just go there once, check the vulnerabilities, and say, okay, I've got a good idea. These are updated constantly. So we recommend going weekly if you're trying to find out what the latest vulnerabilities are and stay on top of those. Also, you can find a lot of tools also at Packet Storm Security. They have a tab just for tools, a tab for vulnerabilities. You have everything at your fingertips, and also sectools.org. So. Okay, next step. Oh, one back? No. No, please back. Ja. Was sollte man denn suchen, wenn man bei Firmen dann mal irgendwann beruflich was macht? Oder wenn ihr in eurem Netzwerk was euch anschauen wollt? Die Stichworte sind Adobe, Apple, Oracle und Microsoft. Jede Firma dieser Welt setzt diesen Scheiß ein. Entschuldigung, wenn ich das Scheiß nenne, ich persönlich halte nichts davon. Weil die Update-Policy leidererweise ein klein wenig mangelhaft ist und die Admins mit dem ganzen Zeug nicht hinterherkommen. Ihr werdet immer was finden, definitiv. Wenn es Nischenprodukte sind, was haben wir jetzt? SAP ist jetzt kein Nischenprodukt, aber irgendetwas außer irgendeiner Software-Nische, Exotisches, kümmert euch nicht drum. Wird selten eingesetzt, lohnt sich nicht nachzusuchen. Im Endeffekt, wie es da steht, don't try software, it isn't often used in the corporate environment. A lot of the exploits, DB and similar sites are people learning exploiting devs. Und das trifft dann halt zu auf wirklich die bekannte Software. So, genau. Pentester Lab Resources. Christopher, Stichwort Cisco. So, just to sum up a little bit,
and the exploits. Make sure that you're using known vulnerabilities, known applications. These are going to be well documented, and also you're going to have a historical record of those, and you're really going to have the best information and historical information on those. So as we get into Pentester Lab resources, there's really a lot of good information here to set up step by step, setting up a Pentester Lab. So you've got the virtual box set up, you have your virtual machine set up, and you want to know what's the next step. There are some really good resources here, especially on the third point. We'll take you through step by step on what you need to do, what types of tools you can use. So, moving along. Michael, why don't you talk a little bit about building out the infrastructure? Yeah. Kommen wir zurück zur PFSense. Es ist nicht schwer aufzubauen. Ich könnte da stundenlang drüber reden. Bitte guckt euch das an. PFSense hat ein schönes Doku zu. Ist zwar virtuell in Umgebung von VMware, kann die aber partizipieren, umsetzen, genauso auf VirtualBox. Das ist kein Problem. Dann haben wir auch noch Intrusion Protection oder Intrusion Detection Systeme, basierend auf Snort oder ähnlichem. Lest euch das durch, das ist richtig geil. Snort kann viele geile Sachen machen. Aber lernt zu unterscheiden, nicht nur zwischen guten und schlechten Paketen, sondern auch zwischen falschen Freunden. Es kann nämlich sein, ein Paket sieht böse aus und später guckt ihr ins Logfile rein, naja, war gar nicht so schlimm. Da gibt es viele False-Positiv-Meldungen. Macht euch damit warm, sonst kriegt ihr irgendwann mal die Krise und sagt, da passiert so viel, ich kann es nicht kontrollieren und dabei ist da gar nichts. Ja, dieses Buch möchte ich euch da an die Seite stellen. Das ist Building Defensive Security von Amanda aus Utah. Sie hat wirklich ein endgeiles Buch geschrieben. Es ist für Anfänger genauso wie für Profis. Es hat einen bildenden Hintergrund. Das ist nicht so nach dem Motto, das ist das Gesetz, das und das müsst ihr befolgen, sondern es hat einen lernenden Ansatz. Interessanter drin sind dann die Firmenpolicies. Christopher, you can speak about company policies. Yeah, so also just to sum up a little bit, when you're building out the infrastructure, make sure you're using PFSense. It's a great resource, not only to monitor network traffic, but also to function as a firewall. And also Snort is an awesome tool that has a lot of capabilities, free, open source. And you can also use it as an IDS or IPS. That is to say, you can have it either alert you on things that you think might be suspicious that later turn out to be a false friend and decide to allow the traffic afterwards, or something that's more like an IPS where it's blocking the traffic if you know it's going to be malicious. Yeah. So also, this book is a great resource. It's not only at the tactical level, but also at the strategic level of defensive, building up your defensive capabilities, and also goes through things like what types of policies you'd want to set. It really covers everything. So also a great resource for reference. Thank you, Christopher. So, wir kommen zur nächsten Live-Demo. Wir hatten das vorbereitet, also die PFSense. Christopher, click on PFSense, please. You see on your screen, PFSense. Go up. No, yeah. Click it, please. Yeah. Okay, wie ihr seht, wir haben zwei Netzwerke. LAN, das ist das, was ich eben vorgestellt hatte. Das ist das offene Netz. Damit könnt ihr mit dem weltweiten Internet kommunizieren, so wie ihr möchtet. Das Opt-1, das ist jetzt das abgeschottete Netzwerk für die virtuelle Hacking-Umgebung. Christopher, your part. Yeah, so as we start getting into now the actually testing and making sure that this is configured properly, we'll do a couple commands here. First, I'm going to identify what network I'm on. So that can be done easily through ifconfig. Once I see that I'm on the network 172.16.2, I can then scan using NetDiscover. So I see two results. This is good. It means that I'm on my own network. There's another system that's on the network, which is the
I have another, we have Volnix running as a virtual machine. So here I see the first entry that's ending in 0.1 is the firewall, and then the entry ending in 0.12 is our target. So once we have this information, then we can start doing Nmap. So, running Nmap, awesome tool for enumeration. And basically what we're doing here is, because we do have limited RAM, I'm looking at port 25, that's the dash P25. The SS, we're doing a SYN scan, the half open scan, so we're not actually gonna complete the three-way handshake. And also with the flag capital A, we're gonna be trying to pull as much information as we can about the operating system and the version as well. So we'll see what information comes up. Yeah, let's take time. Yeah. So with this information, we'll then be able to take it to the next level. Here we have some very interesting information. You can see here we've obtained the MAC address. We also have the operating system details. So Linux 2.6.32, which is very out of date. So it would be very simple to look at the correlate the CVEs, the vulnerabilities, with this version of Linux to then know what vulnerabilities we can start to exploit. So by doing this little test, we've demonstrated not only that we're in a protected environment, we're only seeing our firewall and the other operating system, we're not going to do any damage outside of our environment, but also we can see where we can start taking the first steps of enumeration and that we can connect to the other machine. So, Michael? Okay, thank you, Christopher. Bitte mal die, yeah, okay, well, I got one back. Yeah, this was a live demo, perfect. So, this was a construct of these, what we have installed on the laptop. It's also quite simple, it's a flat architecture. It's easy to build, need 20 minutes and enjoy and have fun. So, with a budget, when you have a budget, then it's much easier. And you see it, Christopher, please. Yeah, so here, maybe you've been working in your low-cost environment and you want to take it to the next level. Maybe you actually have some resources to spend on actually constructing a little bit more complex network. Here we're looking at the ThinkPad T470. This usually comes with 16 gigs of RAM. This is going to be great because you can pass on that to your virtual machines and have a little bit more computing power, run a little bit faster. Also, with two hardware firewalls, we can actually start setting up and constructing a little bit more complex network. Also two switches. And I think the interesting thing here too is we have two single board computers at the bottom. So if you go out and buy a couple Raspberry Pis, they're still very cost effective. And you can start using those to actually simulate other types of systems. Michael, you want to talk a little bit more about that? Yeah. Kann ich gerne machen. Und zwar folgendes. Das How-to-Design-Hardware-Network. Das ist eine Abbildung von dem, was ich zu Hause habe. Ich habe es ganz einfach gemacht. Internetanschluss, einen dummen Router dran geklemmt. Der ist absolut unsicher. Dann bin ich erstmal hingegangen, habe gesagt, konnektieren zu einer Hardware-Firewall, dann zum Switch, dann zu meinem Kali. Auf der anderen Seite Switch, Firewall, eine kleine IoT-Umgebung, das heißt, ich simuliere eine S300-Umgebung von Siemens und RTU als Kontrolleinheit. Das Interessanteste ist daran, nach dem Switch habe ich auch einen Honey dran, weil ich auch interessiert bin, was geht auf meinem, ja, sagen wir mal so, auf meinen Zugang zum World Wide Web so ab, wenn man so sagen kann. Es gibt tagtäglich neue Angriffsvektoren und im Honeypot findet ihr alles. Und da würde ich empfehlen, das HoneyNet-Projekt. Da findet ihr eine ganze Menge Ressourcen dazu, wie man so etwas aufbaut mit Glastopf etc. pp. Könnte man auch drüber referieren, würde aber jetzt alles sprengen. Genau.
wir spielen ja nicht nur gerne mit kleinen Maschinen, auch mit großen Maschinen. Und da bin ich dem Soldier of Mainframe, so nennt sich der gute Mann, bei Twitter sehr dankbar für. Er hat ein How-To geschrieben, wie man mit einem Raspberry ein Mainframe simulieren kann. Und das funktioniert wirklich. Ihr könnt Befehle eingeben, in Assembler, COBOL. Es verhält sich wie ein Mainframe, ist halt bloß kein Mainframe. Denn wer hat die, ja, sagen wir mal so, die Möglichkeit, sich ein 2-Tonnen-Gerät ins Wohnzimmer zu stellen oder mal so locker 50.000 Euro zu investieren? Ich glaube, kaum einer von uns. Yeah, I think that's kind of neat with the Raspberry Pis now. You have so much computing power and also people who do great research like this. Now you have a Raspberry Pi that you can simulate a SCADA system. You don't need to be playing with a real SCADA system. And if you do destroy your Raspberry Pi, well, it's $80. It's not taking down the whole power grid or something along those lines. Also, you can use a Raspberry Pi to create a honeypot, RTUs. And here, as you can see, also a mainframe. So this is really, really neat. Using these, they'll work when you're using them as an attack target. They'll work just like the real thing, but you're playing low stakes. You're not you don't have any risk of actually damaging anything. So, Michael, I know this is something that's really close to your heart. You know, putting together a hack lab on just a few funds. Maybe you'd like to talk a little bit more about this and maybe a few words of encouragement as well. Ja, kommen wir jetzt zu dem Punkt, wenn man kein Geld hat. Ich habe es in Englisch geschrieben, ihr könnt es selber lesen. Es kommt irgendwann der Zeitpunkt im Leben, es passieren Unglücke, Unfall, verlierst einen Job, Krankheit etc. pp. Du willst etwas beginnen, du hast aber kein Geld. Es ist nicht so einfach, aber es ist ganz wichtig, in dem Punkt nie aufzugeben. Wendet euch an die Community, wenn ihr eine Community habt, die hilft euch garantiert. Auch ganz wichtig, geht zu Flohmärkten. Wie auf dem orientalischen Bazar. Handeln, 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 den besten Preis rausholen. Oder Recyclingunternehmen in größeren Städten. Die haben eine Menge Hardware, die noch läuft. Die könnt ihr für kleines Geld, könnt ihr euch die einkassieren. Müsst ihr halt nur sauber machen, ein bisschen überprüfen, funktioniert. Ja, als Beispiel ein Thin-Client, Futro S550, 15 Euro, zweite Netzwerkkarte rein, pfSense oder Thin-Client mit einer Minimal-Windows-Installation oder Linux. Ein Punkt ist auch, start over. Das heißt, ein wirklicher Neubeginn. Wenn ihr kein Geld für Lektüre habt, geht in Bibliotheken. Die Bücher sind zwar veraltet, zum Teil, ihr kennt das, wir haben ja hier auch einige Sachen so, aber es ist immer noch aktuell, die Techniken stimmen. Lernt es, lest Blogs, bildet euch so gut es geht fort. Das kostet wirklich nicht viel Geld. Das ist halt eigentlich nur, es kostet doch etwas. Eigenantrieb, tut es. Wer es nicht tut, wird stehen bleiben. Und ich kann nur jedem mitgeben, weil ich selber durchgemacht habe. Leute, lasst euch nicht hängen. Ich wünsche euch dafür Stärke für den Neubeginn. Ungelogen, ich habe das hinter mir und jeder, der mal neu anfangen muss, tut es einfach. Es gibt sich immer Leute, die euch unterstützen werden. Christopher? Yeah, I think that's important. There are a lot of free resources out there that you can use. If you can put together a hack lab at a low cost, you really have so many resources. There are online blogs, there are walkthroughs, there are libraries. So use the resources to continue to develop yourself. And also, we have a very strong community here. There are people sitting at tables all around this complex right now that are willing to take any question and help. So I think with all of that, you should have no problem getting started. Speaking of getting started, I think maybe we could help somebody who's just getting started with their hack lab, Michael. We can start in English, Mr. Christian. Yeah, so we need a volunteer, somebody who's maybe new to hacking, somebody who maybe doesn't have a lot of resources at their disposal or doesn't have a lot of the equipment. Do I have a volunteer? Also Hände hoch, ganz ehrlich, wer ist neu in der Sache oder wem fehlt wirklich das Kleingeld, um etwas zu tun? Wir wollen da eine kleine Unterstützung geben. Wir haben eine kleine Überraschung. Hände hoch. Nicht scheu sein. Was, nur zwei? Nicht mehr? Drei. Okay. Vier, fünf. Dann würde ich sagen, Christopher, lass die Hände oben, schön weit oben die Hände. Christopher, please pick one up. You can do the honors, Michael. Okay, thanks a lot. Okay, I make it so. It's a blind taste and this one. Okay. You won. Yeah, you. Yeah, come to me.
I give you the microphone. Okay. Also, das Kleine ist selber aus meinem Internet raus. Da ist eine Flugrohr drin. Da ist ein 48er TV-Link drin mit Kreatur drauf. Als kleines Goodie. Okay, kommen wir zu den berühmten Credits. Diese Leute alle auf Twitter, DA667, das ist zum Beispiel Tony Robinson, der das tolle VM-Hacklab-Buch geschrieben VMware-Handbuch geschrieben hat, darunter Infosister, Amanda Berlin mit Defensive Security. Ich bin den Leuten für die Inspiration sehr, sehr dankbar, weil sie gesagt haben, hey, du hast eine schlechte Zeit auch durchgemacht, kannst du irgendwie ein bisschen was zurückgeben? Sag ich, klar. Und dann habe ich gedacht, komm, machst eine Präsentation, erst was die Kleine, jetzt die Große mit Christophers Hilfe. Many thanks, Christopher, for you. Und dann auch der Community allgemein. Es gibt auch Leute, die hier auf dem Kongress sind. Vielen, vielen Dank für die Inspiration. So, ja, Fragen in Deutsch an mich, in Englisch an ihn. Questions, Fragen. First, thank you for the presentation. Two questions. Do you put the slides up anywhere where we can find all the links? Where can we find the slides? And second question, do you have any experiences or resources for creating the virtual environment like other tools like in Docker or Vagrant instead of using in the VMware or VirtualBox? So I do not. I personally use VirtualBox and I'm pretty pleased with it. It has everything that that you need to get started. As far as where the slides are published, Michael? At the end of the slides you see our contact information, also to my Twitter account, and my Twitter account is linked to my GitHub. There will you find the slides under 343, and then you can download it and some other resources to build machines on hardware-based or virtual-based. This is awesome. Also, this talk will be published on media.cc.de, as all the other talks. More questions? Thanks again for the talk. One perhaps simple question. In VirtualBox, we recommended disabling all USB pass-through, but my mouse and keyboard are USB. Is that going to be a problem? Yeah, that'll be a problem. So on the laptop, of course, you have the pad here, and you have everything that you need for that. If you're working with external mouse and keyboard, then yeah, you'll need to keep that open and just be careful that you're not impacting the hardware in any way. Okay, noch Fragen auf Deutsch oder ähnlich? Ah, da sitzt jemand. Bitte schön. Hey, you briefly mentioned some sort of honeypot tip earlier in the talk, and I didn't quite catch it because we're talking too quickly. The name is Honeypee. It's written HONNEEEPI. Okay, thanks. I believe you have that. Do you have that presentation published on GitHub as well, Michael? Because I know you did a presentation on that as well. Sure, but I will check it. Then I will give me time tomorrow. I will upload a little bit more stuff. Yeah, Michael's also done a presentation on how you can set up a honeypot using a Raspberry Pi. So if you wanted to go that route. Okay. Hi, you mentioned a few learning resources. And what do you personally think of things like war games and CTFs as learning resources? So for getting started, I've personally gone through, I assume you're talking about over the wire or things of that nature. I've personally gone through those. Those are great because you're working in an environment that's designed for that. And you can go through those as well. That's a great resource on the side, especially if you don't have a lot of familiarity with Linux. You're just getting used to the commands. You can go through NATAS and you start to get a hang of it. So if you're trying to work with Kali Linux to attack a target, and you don't really have a lot of Linux experience with the commands, that's a great resource. Great resource. Yeah, sure. Any questions more?
No question or okay? Can I have the last question then? Ja, dann beenden wir das Ganze. Sekunde. Ihr braucht ja noch die Kontaktdaten. Yeah. And on this part, our data for contacts and every keep in mind, hacks the planet. Thank you. Thank you. Wait, halt mal fest. Where are you guys seated? Maybe somebody has questions later on. Ah, yeah. So we're seated right over here. If you look for the big blue My Little Pony, you can't miss it. We're right behind that. So we're with Chaos Dwarf. Yeah. Der Chaos-Dorf-Tisch, da findet ihr uns heute wahrscheinlich eher nicht mehr. Wir sind auch ein bisschen müde, müssen noch mal eine Runde schlafen. Aber ab morgen stehen wir, glaube ich, wieder bereit. Auf einer Mate können wir uns dann mal ganz gemütlich unterhalten. Yeah, tomorrow we'll be here. We might be heading out a little early tonight. Cool. Thank you both very much. Thank you.